Für mich ist Trauer ein Prozess, den Menschen durchlaufen, wenn ein schwerwiegender Verlust in ihr Leben getreten ist. In der Regel Verlust durch Tod, das können auch andere Verluste sein. Und Trauerprozesse sind für mich tatsächlich die Antwort auf das große, schreckliche Erschrecken, die Verzweiflung, wenn ein Tod oder ein anderer schwerwiegender Verlust gekommen ist. Trauerprozesse sind für mich Überlebensprozesse, Wege von einem Leben mit einem Menschen oder einer bestimmten Sache zu einem Leben ohne, die man gehen kann. Meine Erfahrung ist und auch Forschung sagen, dass das für viele Menschen die intensive Zeit des Trauerns teilweise 3 bis 5 Jahre dauern kann. Das heißt nicht, dass man 3 bis 5 Jahre nur weint, in der Ecke liegt, nichts mehr tun kann, sondern dass es eine Beschäftigung gibt mit den unterschiedlichen Facetten, weil Trauerprozesse sind auch immer ganzheitlich. Die sind im Herzen, die sind im Kopf, die sind im Körper, die sind in den sozialen Kontakten. Und bis man das alles so geregelt hat, durchdacht hat, durchfühlt hat, wenn jemand gestorben ist, der einem sehr nah ist, ist die Hausnummer 3 bis 5 Jahre recht sinnvoll. Was nicht heißt, dass dann alles vorbei ist. Für viele Menschen ist immer wieder eine Wehmut, eine Traurigkeit. An bestimmten Tagen kommt da noch mal was hoch und das ist auch in Ordnung, aus meiner Sicht. Trauer muss aus meiner Sicht nicht zu Ende sein. Es geht darum, finde ich einen inneren Frieden? Bin ich wieder in der Lage, mich zu entspannen? Steht das nicht mehr im Vordergrund all meines Denkens und Fühlens? Und dann habe ich auch wieder Kraft, Zeit, Gefühle, Gedanken für andere Dinge, die mir wichtig sind. Die Trauernden selbst sind natürlich diese heftigen Gefühle und diese intensiven Gedanken auch störend. Die wollen das oft nicht. Die sagen, doof, machen Sie mal ein Programm für mich, trauern in 5 Schritten, fertig. Aber jetzt 6 Wochen sind schon rum, muss doch vorbei sein. Also Trauernde selbst mögen das eigentlich nicht, diesen intensiven Prozess. Und ihre Umwelt mag den eigentlich auch nicht, weil die Menschen sind abgelenkt, die sind nicht mehr so leistungsfähig und sie konfrontieren die Umwelt damit, dass Sterblichkeit da ist, dass Leistungseinbußen da sind. Also Trauer stört sowohl die Trauernden wie die Umwelt.